Moin Leute, Butschi hier. Wir sind wieder am Start und zwar bei MVH Kreisliga. Und diesmal haben wir Fouls, Glanzparaden und Traumfreistöße. Ich selber habe das Video noch nicht gesehen, habe extra gewartet. Ich bin froh, dass es gekommen ist jetzt. Das letzte war schon sehr geil gewesen. Wir schauen uns das jetzt mal zusammen an. Den Originallink zu dem Video lege ich euch mal unten in die Videobeschreibung mit rein. Dann kommt ihr selber auf die Seite von MVH. Was ist erstmal groß hier? Red ich. So. Jetzt sind wir drin, ja. Keeper. Keeper hat mal wieder alles gegeben. Unter aller Sau. Keeper, wir sehen auch, was los ist. Ja, typisches Passspiel, ganz normal im Mittelfeld, ne? Hahaha! Ganz clever gemacht. Der Keeper hat gedacht, er wollte schießen. Nein, hat er nicht. Hat er mit der Hand gemacht? Ja, das müsste ja der Schiedsrichter dann sehen, mal schön im Netz verhangen wie so ein kleiner Fisch. Und kommt da noch was, oder? Ja klar, wir machen erstmal ein bisschen Werbung. Schleifwerbung. Müsste der Schiri eigentlich? Nee, hat er nicht zurückgenommen. Ja. Oh, alter Schwede. Gute Parade. War nicht schlecht. Die werden ja immer kleiner in der Mauer. Und Leute, geht da rein oder geht da nicht rein? Ja. Deswegen stellt man eigentlich nur die große Leute in eine Mauer. Aber was weiß ich schon. Oh, starke Parade. Und vorbei. Das war wieder der gleiche. Aber schlecht geschossen, muss man ja dazu auch sagen. Hat er von der Linie gefischt, das Ding. War das ein Elfmeter, Leute? Nee, nee. Warte mal, ich muss mal nochmal zurück machen. War das schon noch weiter zurück? Okay, 11 Meter, oder? Schwierig zu sehen aus der Position. Aha. Ah, geil. Schöne Tor. Das war nett. Genau. Eiskalt. So macht man das als Stürmer. Ja, kann man mal pfeifen.
Das war kein Elfmeter. Das waren eindeutige Elfmeter. Wahrscheinlich waren die Elfmeter auch so schlecht geschossen, dass er die nämlich gar nicht zeigen. Was hier überhaupt? Ach, wieder der. Der Stürmer. Ja, wir machen noch ein bisschen Werbung. Der war drin, oder? Oh, Frauenfußball. Frauenfußball auch immer sehr gut. Ist das bitter. Wie Torfrau. Wie sie aussieht. Geil. Torwart-Ecke, ja. Der war nett anzusehen. Bisschen glücklich, aber drin ist drin, ja. Oh ja. Schön in die Sonne geguckt. Starke Parade. Dann nenne ich mal Reflexe. Nur gut gehalten. Ah, oh, ist das bitter, Alter. Ist das bitter. Hat man jetzt nicht so genau erkannt. Ja, war gut. Genau. Wenn das der beste Abstoß war vom Torhüter, dann brauchen sie nicht zu wundern, dass sie ein Tor kassiert kriegen. Okay. Im Fallen noch, ja, also nicht schlecht. Und ich möchte euch heute zu einer brandneuen Season begrüßen. Echt? Und wir möchten die Werbung beenden. Ein bisschen hängen gerade, ja. Okay. Okay. Gut, Leute, das war's gewesen. Sind zwar bloß 8 Minuten, aber ist okay. Ist das neueste Video von MVH Kreisliga. Fouls, Glanzparaden und Traumfreistöße. Ist nicht ganz so aggressiv wie die anderen, aber war auch gut gewesen. Doch, hat mir ganz gut gefallen. Schöne Paraden gewesen von Torhüter. Schöne Tore vor allen Dingen. Genau. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten, macht es gut.